Willkommen bei Minecraft. Ja, weiter geht's mit den Toilettenhäusern. So, fallen lassen. Wie man hier sieht, muss hier noch einiges verbessert werden. Nee. So. Irgendwie hängt das hier mal ein bisschen. Ja, ich muss mich, dadurch, dass hier mehrere Gebäude sind und ich nicht mehr alles kaputt machen möchte, muss ich mich nebenbei auch noch konzentrieren. Zu dem Spiel selber. Gut, und jetzt geht's hier rüber. Gut, und hier auch. Schick. Also, das ist schon mal. Das war ein bisschen kompliziert gerade gewesen. Aber hier ging es ja ganz schnell. Naja, ich sage es nicht nochmal. Ja, ich sage ja, ich sage einmal schnell und dann verbaue ich mich wieder dreimal. Okay. Und hier auch. So, schön. Dann ist das wenigstens schon mal in einer Form. Wie man hier sieht, ist das alles nur so. Was mache ich denn schon wieder hier? Eigentlich sollte da ein bisschen anders gestaltet sein. Mal gucken, ob ich, wenn ich das so ändere. Ach, Mist. Mist, Mist, Mist. So. Und auch hier. Hier fehlt auch eine Tür. Vor allem, wenn ich hier irgendwas weghaue, ich weiß nicht, ob ich mir eine Glasscheibe weggehauen habe. Das sieht mir alles zu gleich aus. Das muss alles ein bisschen angepasst. Oh ja, ich sag ja, ob ich mir eine Glasscheibe weggehauen habe. Und kaum habe ich es gesagt, ist die Glasscheibe weg. Gut. Die Tür. Wie sieht das aus? Auf jeden Fall besser als vorher. Nochmal ein bisschen umgestalten hier. Mensch, 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 Mensch. Hier fehlt ja auch natürlich auch eine Tür. Aber erstmal müssen die Steine hier ran. So. Concentration. Ah ja. Nee, falsch. Nee, da. So. Nee, falsch. Was machst du gerade? Richtig. Gut, das steht schon mal. Endlich mal. Erzähl mal ein bisschen, was du gerade machst. Wurde ja auch mal Zeit hier. Jetzt habe ich erstmal den Außenbau fertiggestellt. Dann bräuchte ich jetzt noch mal ein bisschen von den Ranken und jetzt muss ich mal gucken nach den Toiletten. Ein Waschbecken. Nehme ich doch gleich das hier. Diese Stehpinke muss ich mal gucken, ob man die da hinstellen kann. Das ist wahrscheinlich eine Badewanne. Ich kann es ja mal versuchen. Ob es was bringt, weiß ich nicht. Und ja.
Na, Toilettenpapier und so weiter, werde ich mal alles im Schluss machen, wenn es soweit ist. Erstmal muss ich hier rein, sonst komme ich ja hier nicht aus dem Knick. Und okay. Krass, ich kann auf diesem Glas sogar eine Dusche anbauen. Das heißt, ich könnte in der Theorie auch die Griffe hier ranbauen. Okay. Dann regnet hier die ganze Zeit Wasser aus der Leitung. Das ist schön. Eine Toilette direkt neben dem Eingang. Wenn schon, denn schon. Die können sich dann noch nämlich noch Toilettenpapier teilen. Und das Stehpinkelbecken. Da kann man hier auch noch einzeln machen. Und ach nee, hinter die Badewanne geht nicht. Gut, haben wir das schon mal. Jetzt gehe ich mal rüber und Toilettenpapier und Handtuchhalterung verteile ich zum Schluss. Was soll's? Gut, neben den Eingängen jetzt bei Pissoirs, wie man die Dinger auch nennt. Heute auch so mit deinem Pinkeln? Und Toiletten und jetzt kommt hier die Waschbecken. Zwei Stück oder drei? Na, drei, denn hier kommt eine Dusche und ja, das ist mal so eine richtig schöne Sammel. Die könnt ihr alle beim, naja, zuschauen. Wenn es gefällt. Gut, und das wird dann wahrscheinlich die ganze Zeit so schön plätschern. Jetzt habe ich ja mal hier. Was hast du aber heute so mit deiner Toilette, wa? Jetzt habe ich die Toilette. Ja, die Folge heißt ja, das ist ja auch diese Badezimmer-Toilettentour hier. Ich habe hier Häuser ohne Badezimmer. Es geht gar nicht. Toilettenpapier, Badelagen und Handtuch. Gut. Was haben wir noch? Blunker. Ein Toilettenstopper für Deutsch. Die Zahnbürste, vielleicht kann man da mal, kann man die auf die Waschbecken draufstellen, wäre ja mal cool. Ein Toilettenrohr, wozu braucht man denn das? Aber egal. Ich kann das ja mal schön ausprobieren, ja alles. So. Genau, da. Warum geht das nicht dran? Warum hänge ich hier? Gut, die können Toilettenpapier gebrauchen. Das ist schon mal ganz wichtig. Was ist das für ein Ding? Keine Ahnung. Merkwürdig, merkwürdig. Okay. Was haben wir hier noch? Ach ja, ich wollte die Zahnbecher mal ausprobieren. Kann man die hier draufstellen? Ach, stelle ich mal direkt vor die Toilette. So. Und jetzt hier rüber. Ist ja doof, die Zahnputzbecher kann man quasi nicht da drauf stellen. Aber das kann man jetzt schön hier dranhängen. Hier hinten würde jetzt in der Theorie nichts passen. Gut, das kommt dahin, das hatte ich mich noch gar nicht ausprobiert. Und das dürfte jetzt eigentlich hier rüber gehen. Oder? Ja, warum nicht? Ist in Ordnung. Das passt. Dann mache ich hier drüben noch etwas.
und danach nochmal kurz die Außenbeleuchtung, damit das von außen auch ein bisschen passt. Der fehlt noch hier. Und ja, Fackeln. Auch Fackeln und jetzt hier oben. Das Haus, werden die Häuser nochmal schön ausgeleuchtet. Die Toilettenhäuser sind die einzigen ohne Dachzugang, weil die brauchen keine, ja, keinen Zugang zum Dach. Aber. Hier sehe ich schon mal ein kleines Problem für Monster. Ich werde mal hier sicherheitshalber einen Zaun bauen, weil sonst könnt ihr hier drauf. Gut, letzter Schritt zur Verfeinerung. Die kriegen alle eine Ranke. Die sollen ja alle gleich aussehen. Gut, dann haben die auch schon mal eine Ranke. Und jetzt hier drüben auch. Ich hab's mit meiner Laterne, ich hänge da mal fest. Vielleicht schaffe ich das sogar noch. Ich liege sehr gut in der Zeit bei knapp 12 Minuten. Ich mache mal eigentlich immer nur zwischen 10 bis 12, 13 Minuten Folgen, weil ich sonst teilweise gar nicht hinterherkomme. Ja, die Toilettenhäuser sind fertig. Das passt mir ganz gut. Ich werde vielleicht vor den Toilettenhäusern nochmal eine Fackel machen hier. Und. Ah ja, Stelzen brauchen die Häuser noch. Ach Gottchen, da habe ich doch beinahe was vergessen. Nämlich diese Stelzen hier. Muss ja nicht perfekt sein. Okay. Es wird dunkel, manchmal kurz hell. Gut. Man muss nicht immer in den Meeresboden quasi reinbauen. Außer wenn man es jetzt zum Beispiel wie hier sieht. Dann sollte man schon etwas tiefer bauen. Weil hier ist das Wasser ja doch schon etwas sauberer. Okay, dann hat das Häuschen auch einen Fuß und das Haus braucht auch einen Fuß. Aber das ist ja relativ einfach hier. Und weil hat ja nur hier diese kleine Ebene. So, und hier hinten auch. Und hier auch. So, der Regen kommt aus. Und somit passt das auch komplett hier mit den Häuschen. Die haben ihre Betten, ihre Wohnzimmer und ihr Toilettenhaus. Das Hochhaus gehört mit dazu. Plus ein kleines internes Biotop mit Bäumchen. Was will man mehr? Und jetzt überlege ich mir neue Sachen, was man jetzt schon bauen kann. Weil hier ist noch Platz, obwohl ich glaube, diese grüne Fläche werde ich sein lassen. Aber. Ich habe hier noch Platz, da wo mir gerade der Zombie weggebrannt ist. Diese Fläche kann man alles noch bebauen. Die ist riesig. Oh Gott, mir wird schwindelig. So, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.